sind auf dem Weg. Der ist aber weit weg. Und hier hinten kannst du kaum was sehen. Hoffentlich warten hier keine großen Meeresungeheuer. Das werde ich nervlich nicht ertragen. Das ist schon ein Stück jetzt. Fisherman's Bank. Ja, wir werden eintreffen. Wir werden gleich eintreffen. Das hat doch auch schwer was abbekommen hier. Wohl die Wasserstofftanks. Weglaufen. Was hat er denn? Der hat Müll im Gesicht. Na, gib ihn mir. Komm her. Ich habe keine Zeit hier mit Tieren zu diskutieren, ob sie mir was geben oder nicht. Ich muss hier meine Arbeit machen. Das ist schon anstrengend genug. Fest verschlossen. Okay. Da kommen wir nicht rein. Ja, was soll ich da machen? Komm mal über das Rohr rein. Warte mal, da ist was. Mehr Kohle kann man immer gebrauchen. Hat funktioniert. Aus was bestehen diese Dinger? Papier? Bauschaum? Ja, könnte man annehmen, ja. Oh Gott, das ist ja komplett dicht. Hier gibt es ein bisschen Müll wieder. Super. Schwer. Wir schwimmen mal, das geht ein bisschen schneller. Es sieht wie das Herz des Betriebs aus. Ah ja, was ist das? Entschuldigung. Ich bin nicht sicher, ob du diese Maschinen bedienen darfst. Mal Luft tanken, bevor wir uns hier mit einem Mini-Kraken anlegen. Könntest du... So. Ruf uns nicht an, wir melden uns. Stan, was du getan hast, hat's gebracht. Wasserstofflevel wieder normal. Ja, jemand wollte das System austricksen. Was auch immer das bedeutet, das Treffen mit der Wartungsabteilung ist eine Gelegenheit für ein offenes Ohr. Geh zurück, keine Eile.
Du solltest dich mit dem Bereich vertraut machen. Eine ganze Bootsladung netter Wracks liegt da unten noch. Und beende alle Routinearbeiten. Dafür wirst du bezahlt. Ja, danke. Was war denn das für eine Anmache gerade? Na, schau an, schau an. Schlechte Nachrichten. Wir haben uns gegen dich entschieden. Mehr Glück beim nächsten Mal. Was, soll ich dir auch noch folgen? Das ist nicht irre. Folge dem Tintenfisch. Klar doch. Oh. Schau dir das an. Du bist ein besserer Reiseleiter als Techniker. Danke. So. So, Tintenfischi, wir gehen da wieder raus. Wo wir reingekommen sind. Hallo, altes Mädchen. Lass mal rein, dann schaue ich mal, was wir noch machen müssen. Beispiel jetzt. Robbe fotografieren, Walhai fotografieren, Orca fotografieren, Buckelwal fotografieren, Blauwal. Blauwal habe ich doch schon fotografiert. Oder etwa nicht? Hauptmission haben wir momentan keine. Da schwimmen wir mal zurück. Und schauen wir mal, was wir noch zu tun haben. Ein verlorener Nachschubbehälter. Der Tintenfisch, der hängt hier noch ab. Auf jeden Fall Müll. Wenn es nichts gibt im Meer, aber Müll. Ich weiß jetzt nicht so recht, wo wir hin müssen. Stan, da kommt ein wichtiger Auftrag herein. Was hören? Der Sturm hat die Richtung geändert und ein Containerschiff schwer gebeutelt. Was brauchst du? Es hat Container verloren. Wir müssen herausfinden, wo, und sicherstellen, dass sie unsere Infrastruktur nicht beschädigt haben. Hoffentlich haben sie keine Hauptleitung beschädigt. Schon dabei. Das ist jetzt keine Übung, Stan. Das ist ein echtes Problem. Verstanden. Ich finde sie. Da ist ein Container, oder? Okay, da haben wir Stan Ahab. Bin jetzt im Bereich. Gut. Mit dem Sonar kannst du die Container finden. Du musst sie checken, dann kann ich die Ladeliste abgleichen. Und vergiss nicht, mir irgendwelche Schäden zu melden, die uns betreffen. Geht klar. Wie kann ich denn die checken? Okay, so nicht. Vielleicht warten wir erstmal, bis die alle unten sind, oder? Legen wir los.
Plastikmüll. Wie kann ich denn den inspizieren? Bist du... Hä? Ja, seltsam. Da ist auch noch einer. 11 Container, oh Gott. Ja, dann landet erstmal. Muss ich halt warten. Da kommen ja noch mehr. Er spackt. Er transportiert sich zu seiner Endstation. Was macht denn der? So wären wir nie fertig, Leute. Nee, du, da traue ich mich nicht ran. Ist er jetzt in Endposition? Soll ich den inspizieren? Hä? Kann den nicht inspizieren? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja komisch. Schauen wir mal bei dem da. Der liegt sicherlich auch so blöd, dass du nichts machen kannst. Oder, hä? Check das nicht. Wie soll ich denn die Container scannen? Oder inspizieren? Das ist komisch jetzt. Also, ich finde das schon ein bisschen nervig. Vielleicht habe ich was übersehen, aber. Nochmal in die Mission reinschauen. Vielleicht steht da ein Hinweis. Notfallcontainer sind in deiner Gegend verloren gegangen. Finde und identifiziere sie. Ja, aber wie? Wie soll ich denn die identifizieren? Ja, das sind halt Container. Check ich gerade nicht. Wahrscheinlich bin ich gerade ein bisschen blöd.
Gleich kommt der erste Container. Ah, okay. Okay, ja, ich bin zu blöd. Tut mir leid, jetzt haben wir's. Man muss, um die zu scannen, muss man LB gedrückt halten, jetzt bei einem Xbox-Controller. Sieht so aus, als hätte es eine Art Rohr durchgeschnitten. Dann RB. Du bist im Sektor... Okay. Okay, das ist eine der Hauptlinien. Hm. Vergiss es. Weiter geht's. Da werden die Versicherungen zahlen. Mann, ist das ein langer Arbeitstag heute. Und dann legst du dich ins Bett und hast so eine Hassträume. Die Dinge sind drei. Das kann ja auch nicht die Erfüllung sein. Der nächste. Da brauchen wir insgesamt sind es 11. Ach, da sind noch ein paar am Kommen, okay. Weiter zum nächsten. 0, 3, 8, 4. Roger, eine Lieferung von Princess Griffin Puppen. Ein Geburtstagsgeschenk, das nun keiner bekommt. Puppen? Aber dieses Ding ist riesig. Willkommen bei den Wundern des internationalen Versands. Grüße gehen raus an Amazon. 0809. Toilettenpapier. Toilettenpapier? Toilettenpapier. 1106. Na gut, das... Nicht auf meiner Liste. Oder besser gesagt, ist da, aber der Inhalt ist nicht aufgeführt. Etwas über Tiefseeforschung. Ominös. Autoteile. Perfekt. 3105. Moment, ich schaue. Das ist ein Container mit Materialien für weitere Container. Oh. Na gut. Tim, ich kann die Nummer auf diesem hier nicht lesen. Nein, die ist zu stark beschädigt. Weil die Dinge so gut gelaufen sind. Du musst deinen Weg da reinfinden. Die Nummer wird auch da drin sein. Drinnen? Sieht ziemlich... Schau, mach. Ich bin mir sicher, dass du da reinkommst. Macht nichts, wenn du ihn kaputt machst. Probier es einfach aus. Okay, dann schauen wir mal rein. Was soll schon sein? Okay. Oh, hey, ups. Oh, Scheiße. Da haut ein Container ab. Ich folge ihm in die Spalte. Vorsicht, gerate nicht unter ihn. Nee, ich nehme doch mein Auto hier, mein Unterwasserauto. Aufprall. Er ist in eine Höhle darunter durchgebrochen. Alter, das wird jetzt auch noch gefährlich. Was ist... Tim, ich... Das... Oh, Mist. Mist. Ein altes... Wie kam das hierher? Also, diese Höhle ist doch viel zu... Das konnte hier nicht... Tim, wenn du mich hören kannst, hier unten ist ein Wrack. Ein U-Boot. Alt. Ich werf mal einen Blick drauf. Aber vorher mal... Zeit für Handbedienung. Vorher mal den Container, Kollege.
Jetzt ist er offen. Wahrscheinlich Spielzeug. Ich sehe gar nichts. Ich sehe da nichts. Das kannst du knicken. Haben wir die Mission jetzt? Okay, scheint so. Das ist ein altes Deutsches? Ich habe keine Ahnung. Ui. Vorsicht. Ich weiß nicht. Kann nichts machen da. Ah, es wiegt eine Tonne. Okay, rein komme ich nicht. Außer hier ist irgendwo eine offene Stelle. Da ist eine offene Stelle. Die Verdrängung hier. Das hat den Boden wohl mit Wucht getroffen. Aber von wo? Das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall endete hier die Geschichte vieler Menschen. War halt so, ist halt Kriegsgerät, ja. Wie kommt ihr hierher? Naja, die gehört jetzt mir. Minen. Mine. Sieht wie Minen aus. Der Krieg ist 30 Jahre vorbei. Aber die Narben bleiben sichtbar. Kein Reinkommen. Okay. Greif eine Mine. Okay, ich denke mal, wir haben das jetzt hier, weil mehr kannst du nicht, oder? Oder kann man hier noch? Na nee, das bringt nichts. Geh mal zurück zu unserem Schiff und zurück zur Station. Es war ein harter Arbeitstag. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin total müde. Im Schwimmen. Das ist ja auch sehr anstrengend hier.
Hoffentlich komme ich hier wieder raus. Alle Lichter auf grün, bereit für die Abfahrt. Ach so, jetzt können wir dort eine Mine anbringen, oder? Mehr Minen gefunden. Das sollte funktionieren. Seit Jahrzehnten verschlossen. Normalerweise hätte der Druck uns jetzt zerrissen, denke ich. Mit meinem nautischen Wissen. Okay. Ganz ruhig.